Grundkonflikte, orientiert am OPD2. Wie gesagt, eine Zusammenfassung verschiedener Konfliktmuster, die immer oder häufig bei Menschen auftreten, damit man so einen Überblick hat über das, was typische Konfliktmuster sind und da auch bestimmte Inhalte einfach kennt. Wenn wir uns die nächste Konfliktgruppe angucken, dann wäre das der Konflikt Versorgung versus Autarkie. Einerseits sind wir Wesen als Menschen, die versorgt werden wollen, die versorgt werden müssen. Denken wir an das Kleinkind, den Säugling und so weiter. Aber auch als Erwachsener werden wir versorgt vom Staat mit Hartz IV, mit Grundversorgung, diese Grundsicherung beispielsweise. Wir werden medizinisch versorgt im Krankenhaus, wenn wir krank sind, verletzt sind und so weiter. Also wir sind Menschen, die etwas Versorgendes von anderen oder anderen Institutionen, die uns versorgen, empfangen. Wir sind angewiesen darauf, versorgt zu werden. Wir sind nicht vollkommen unabhängig. Auf der anderen Seite sind wir aber auch relativ autark. Das heißt, in der Lage, uns autark selbst zu versorgen. Das korrespondiert ja auch mit der Unabhängigkeit oder mit der Abhängigkeit in den anderen Konfliktgruppen. Also die Konflikte gehen natürlich ineinander und verschränken sich oder sind voneinander abhängig und durchdringen sich. Also andererseits, wie gesagt, die Autarkie, ich bin autark, Streben nach Versorgung, Streben nach Geborgenheit oder das Grundbedürfnis nach Geborgenheit, aber auch das Streben nach Autarkie. Ich bin eigenständig, mir kann keiner was. Ich sorge für mich selber. Ich bin froh, wenn ich nicht von anderen und anderem abhängig bin. Natürlich auch solche Themen wie Altruismus. Ich gebe etwas, ich widme mich anderen Menschen. Ich opfere mich geradezu anderen Menschen. Ich tue etwas für sie, ohne etwas zu verlangen. Ohne mir vielleicht auch einzugestehen, dass ich dafür etwas haben will. Das wäre ja dann nochmal ein anderes Thema. Also Altruismus, für die anderen Menschen da sein, in vielen Religionen und Überbausystemen etwas ganz Wesentliches. Ich bekomme etwas im Leben, ich bekomme sehr viel im Leben, ich bekomme etwas, ohne danach gefragt zu haben oder es gewünscht zu haben oder es verlangt zu haben. Und auf der anderen Seite verliere ich etwas als Mensch. Ich verliere immer wieder Dinge. Die Dinge kommen und die Dinge gehen. Letztendlich ist alles in einem Kreislauf des ewigen Bekommens und des ewigen Verlierens, wenn wir das jetzt nochmal ganz global ausdrücken. Da sind natürlich auch solche Themen vorhanden wie Trauer. Ich betrauere einen Verlust. Etwas ist verloren gegangen, ein Mensch ist verloren gegangen, ist gestorben, ist verschwunden. Er hat sich von mir verabschiedet, ich habe mich von ihm verabschiedet und ich trauere darüber. Dazu gehört natürlich auch das Thema Depressivität. Ich falle deswegen in Depression. Sich selbst versorgen und anderen geben, aber auch letztendlich das Thema, ich habe unterbewusste, abgewehrte Versorgungswünsche, ich möchte selber versorgt werden, deswegen werde ich zum Beispiel immer mehr und mehr altruistisch, deswegen gebe ich anderen Menschen immer mehr und mehr und tue immer mehr dafür in der vergeblichen Hoffnung, auch von anderen etwas zu bekommen. Das erleben wir in Partnerschaften sehr häufig. Die Frau tut mehr und mehr für den Mann, für die Familie. Eigentlich in der inneren Absicht auch mal etwas zu bekommen, aber sie bekommt nichts. Abgewehrte Versorgungswünsche und Enttäuschung. Ich bin als Mensch von anderen und anderem abhängig. Wir sind stets und ständig abhängig von anderen und anderen Menschen. Wir hatten das ja bei diesem Grundkonflikt auch schon, Abhängigkeit und Unabhängigkeit, angesprochen. Ich lasse mich versorgen. Ich habe ein Verlangen geradezu, eine Lust oder ein Bedürfnis, mich versorgen zu lassen. Das kann dahin gehen, dass man regressiv wird. Regression oder ein Bestandteil von Regression kann sein, ich gehe wieder auf einen früheren Entwicklungszustand zurück, den ich als Mensch befriedigend empfunden habe, bin also regressiv dann eine Zeit lang, indem ich mich versorgen lasse, indem ich sage, so, jetzt kommt die Krankschreibung, jetzt bin ich 2 Wochen, 3 Wochen, Monate lang, vielleicht ein halbes Jahr lang oder für eine bestimmte Zeit lang krankgeschrieben, bekomme
Krankentagegeld und so weiter. Der Staat versorgt seine Bürger, das ist ja ein ganz großes Gut an der Stelle. Als Staat, als Regierung habe ich die Aufgabe, die Bürger zu versorgen und Sorge zu tragen, dass es den Bürgern des Staates gut geht. Deswegen wählen sie mich ja und sie wählen mich ab, wenn sie das Gefühl haben, für diese und jene Gruppe von Bürgern wird zu wenig getan. Also ein Staat, der gut funktioniert, würde sich sagen, für alle ist gesorgt, für die Dinge ist gesorgt. Dadurch entsteht Geborgenheit, Zufriedenheit, die Grundbedürfnisse werden erfüllt. Aber auch das Thema Krankheitsgewinn ist hier zu nennen. Welchen Gewinn habe ich dadurch, dass ich gestört bin, dass ich eine mentale Symptomatik habe, eine körperliche Symptomatik habe? Und dadurch eben dann versorgt werde. Dadurch bekomme ich als Mensch Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit brauche ich, um existieren zu können, um die Sicherheit meiner Existenz zu haben und zu sagen, okay, ich brauche jetzt diese Geborgenheit. Es gibt ja den primären und den sekundären Krankheitsgewinn. Der primäre Krankheitsgewinn ist aus der Störung an sich. Und der sekundäre ist eben die Folgen davon, also Gratifikationen, Renten, Frührenten, Krankentagegeld und so weiter. Andererseits sind wir als Menschen die Versorgenden. Als Familienvater sorge ich für meine Familie oder als Mutter sorge ich für die Familie. Und das möglichst eine Ausgeglichenheit, mal der eine, mal der andere oder beide zusammen. Ich gebe den anderen Menschen und ich bin für alle da, für diese Belange da. Ich bekomme Dinge, ich bekomme Zuwendungen und ich erhalte etwas. Ich habe Glück dadurch, so könnte man Glück definieren. Ich bin gehalten, ich bin geborgen. Auf der anderen Seite wiederum verliere ich Dinge. Wie gesagt, diese Konflikthaftigkeiten bewegen sich ja in Polaritäten und die große Kunst ist immer wieder der Ausgleich dieser Polaritäten. Wenn eine Einseitigkeit entsteht, ist dann tatsächlich eine stärkere Problematik vorhanden. Wie ist denn der Fluss der Dinge? Das könnten wir an dieser Stelle auch assoziieren und sagen, der Fluss der Dinge ist, etwas kommt und etwas geht. Die Dinge kommen, die Dinge gehen. Ich werde nicht nur ständig alles und stets alles verlieren, es wird nicht ein großer Verlust sein, ich werde dadurch arm und ausgebeutet und verhungere, sondern wenn ich genau hingucke, habe ich etwas losgelassen, ich musste etwas loslassen, ich habe etwas verloren, es war ein Verlust da, meinetwegen Spekulationsverlust der Aktien oder Gott weiß was für Dinge, ich habe mein Haus verloren oder etwas, mit was ich gerechnet habe, nicht bekommen. Dafür, für diesen Verlust bekomme ich was anderes. Wenn ich nur genau hinschaue und das darauf lege ich ja in meinen Audios immer wieder viel Wert im Sinne des globalen Ausgleiches, wenn du genau hinschaust, dann sind die Dinge eigentlich immer im Ausgleich. Du tust etwas dafür, das ist ja klar, oder du hast deine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, aber letztendlich entsteht immer wieder ein Ausgleich, wenn man es jetzt global sieht. Also etwas kommt und etwas geht. Ich kann nicht alles anraffen, ich kann aber auch nicht alles verlieren. Ich bin mir sicher, dass etwas kommt und ich weiß, dass Dinge dafür auch gehen, geradezu als Austausch, als Assimilation. Es kommt etwas und es geht etwas. Ein Phänomen, das wir heutzutage sehr oft antreffen, ist, dass Menschen raffen und raffen und raffen. Gerade das Materielle ist sehr, sehr verbreitet in allen möglichen Variationen, in allen möglichen Nuancen und Möglichkeiten, Häuser, Häuser, Geld, Geld und Gott weiß was. Und die sehen dann gar nicht irgendwo dass es da eigentlich einen Ausgleich braucht oder bräuchte, weil es eine Einseitigkeit geworden ist. Also Dinge kommen und gehen, ist vollkommen normal. Ich muss nicht alles anhäufen. Ich kann nichts anhäufen. Letztendlich hat die letzte Tasche, die du hast, das letzte Hemd, das du anhast, keine Tasche, wenn wir diesen Spruch nehmen. Also du nimmst nichts mit. Du nimmst das Materielle nicht mit. Ich kann nichts anhäufen. Also Verlust und Gewinn sind bilanziert und damit ausgeglichen. Ich vertraue auf diesen Ausgleich. Das ist etwas, zu dem ich beitrage und wo ich natürlich meine persönliche Anstrengung leiste, in einem gewissen Maß, aber auch global darauf vertraue, dass sich dieser Ausgleich dann schon finden wird. Natürlich müssen wir an dieser Stelle auch ansprechen, die Fähigkeit zu trauern, also einen Verlust zu ertragen und trauern zu können und diese Trauer zuzulassen, diese Trauerarbeit begehen zu können und tun zu können. Verluste hinnehmen zu können,
Verluste zu ertragen und damit dann auch zu überwinden, um sich wieder zu orientieren und zu regenerieren. Durch eine Zeit des Verlustes und der Entbehrung zu gehen. Es gibt Zeiten, die sind sehr entbehrungsreich. Prototyp Winter, Kälte und so weiter. Es ist viel Entbehrung da, auch mentale Entbehrung da und dies zu ertragen. Ich kann da durchgehen. Ich werde resilient dadurch. Kann selbstständig regeln. Als Mensch bin ich ja den Dingen nicht ausgeliefert, sondern ich kann die Regulation im Sinne des Ausgleichs als Mensch vornehmen. Vieles geht natürlich auch in einer eigenen Autarkie. Ich kann es selbst, ich bewirke etwas, ich bin selbstwirksam. Ich kann vieles tun und bin dadurch relativ autark. Auch das hat seine Grenzen. Ich bin nicht vollkommen autark. Es gibt ja keinen Einsiedler, der vollkommen autark alles erledigt. Aber eine gewisse Autarkie ist in unserem Leben sehr wichtig, sodass wir nicht abhängig werden auf der anderen Seite. Ich bin Selbstversorger. Oder nehme aus meiner Bedürftigkeit. Ich nehme etwas, weil ich bedürftig bin. Und wenn ich bedürftig bin und nichts anderes geht und ich mich nicht selber versorgen kann und diese Autarkie begrenzt ist, dann darf ich gerne nehmen. Und ich muss kein schlechtes Gewissen deswegen haben oder keinen Schuldkonflikt, weil ich genommen habe. Oder möchte eigentlich von anderen bekommen, strenge mich deswegen sehr an, anderen selbst zu geben, zu geben, zu geben, zu helfen, bekomme von anderen aber nie etwas, weil ich zu einseitig bin, weil ich nur der Gebende und die Gebende war, die in der Hoffnung, in der uneingestandenen, unterbewussten Hoffnung, ich brauche hier selber etwas und ich bin auch selbstbedürftig. Dich im tiefsten Kern meiner Persönlichkeit, den anderen Menschen gibt, in der vermeintlichen und niemals erfüllbaren Hoffnung, dass ich auch etwas bekomme. Wie oft haben wir damit in der Psychotherapie zu tun? Meine Enttäuschung zeige ich nicht und strenge mich nicht mehr an, beispielsweise auch. Bekommen, annehmen, sich freuen, zufrieden zu sein. Geschenke geben, ohne auf Bekommen zu hoffen. Freude entsteht durch die Freude, anderen eine Freude zu machen, ist ein ganz wichtiger Motor unseres menschlichen Lebens. Ich freue mich darüber, wenn ich jemandem etwas geschenkt habe. Ich freue, wenn ich etwas losgelassen habe und der andere damit etwas anfangen kann. Ich freue mich, weil sich andere Menschen freuen. Das ist vielleicht eine der Grundfesten von Empathie und Mitgefühl. Immer alles eingebettet in diesen Kreislauf, ist mir sehr wichtig an dieser Stelle nochmal zu betonen, an den Kreislauf von Nehmen und Geben. Letztendlich ist alles eine Assimilation, eine Verstoffwechselung, ein Kreislauf von Nehmen und Geben, von Loslassen und Bekommen. Denken wir an diese heutige Raffgier, die ja oft verbreitet ist, Horten, materielles Ansammeln, erhöhen, noch mehr draus machen. Das Schnäppchen, die Schnäppchenmentalität ist sehr verbreitet in dieser Kultur. Ich habe das Beste, Tollste eingekauft für den niedrigsten Preis und all das. Die Perversion eines volkswirtschaftlichen Systems vielleicht. Gute Wirtschaftskreisläufe leben davon, dass sie keine Einseitigkeit entstehen lassen, sondern dass alles stets im Ausgleich ist. Also ein Problem, wenn es nur noch Fordernde gibt, nur noch Bedürftige gibt, nur noch Abhängige gibt, dann haben wir ein Problem in der Kultur, in der Gesellschaft. Und dann haben wir ein Problem in der Psyche der Menschen. Wenn ich auf der anderen Seite nur noch Gebender bin, nur noch alles selber regeln will, weil ich niemandem mehr vertraue, dann habe ich ein paranoides Problem. Dann denke ich, alles ist gegen mich und ich muss gegen die Welt alleine sein. Und alles tun, um von anderen und von anderen Dingen nicht mehr abhängig zu sein. Das sind so die Thematiken in diesem Grundkonflikt Versorgung versus Autarkie. Zum Schluss nochmal dieser Überblick. Versorgung versus Autarkie bedeutet das Streben nach Versorgung, nach Geborgenheit, das Streben nach Autarkie auf der anderen Seite zum Ausgleich. Solche Themen wie Altruismus, Bekommen und Verlieren, aber auch Trauer und Depression. Sich selbst versorgen und anderen geben. Und schließlich natürlich diese abgewehrten Versorgungswünsche, dieser uneingestandene Wunsch nach Versorgung und Geborgenheit und die Enttäuschung. Abgewehrte Versorgungswünsche und Enttäuschung.